Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier auf dem Seekraut-Kanal und ja, willkommen zu diesem Video. Wir haben was Besonderes für euch vorbereitet. Ich bin nämlich nicht alleine heute in diesem Video, denn ich habe Besuch und zwar von Fallen 13. Ja, servus, danke, dass du mir hilfst. Ja, mein Name ist Fallen 13, ich bin Clanchef Eisen in Löwen, habe letztes Jahr das Projekt im kleineren Rahmen gestartet. Ich bin aus der Gegend der Lorelei. Und wir haben dort einen kleinen Adventsgarten in dem kleinen Ort, wo ich herkomme. Die haben aus Dankbarkeit, dass ihre Kinder damals an Krebs erkrankt waren und geheilt wurden, jetzt einen Adventsgarten gestartet seit 15 Jahren und unterstützen damit die Palliativstation zur Person. Warum ich es unterstütze? Meine eigene Mutter ist vor 23 Jahren an Krebs verstorben und ich hatte damals selbst einen Schäferhund gehabt. Und jetzt auch die Überleitung zu unserem Thema. Wir unterstützen mit unserem Projekt der Game for Charity tiergestützte Therapie auf der onkologischen Palliativstation der HSK in Wiesbaden. Die Frau Seeger mit den beiden Hunden Emma und Sissy, die nicht nur in der HSK unterwegs ist, sondern auch in insgesamt 6 Einrichtungen und auch privat. Unsere Hilfe ist gezielt für die Palliativ in der HSK, hilft natürlich aber auch der Ivana, so heißt sie mit Vornamen, auch bei allen anderen Projekten. Also wie gesagt, diese tiergestützte Therapie wird leider halt auch für die Krankenkassen nicht bezahlt und ist immens wichtig und deswegen machen wir das Ganze. Und aus diesem Grund ist mir das auch so wichtig, weil ich halt auch persönlich eine Beziehung dazu habe, beziehungsweise war selbst davon betroffen. Mhm, okay. Ivana ist jetzt diejenige, die die Hunde betreut, also quasi genau, während sie frei haben und während des Jobs sozusagen. Genau, die Frau Seeger, genau, das ist ein Frauchen. Genau, Ivana Seeger, okay. Ja, was oder wann findet es denn genau statt? Genau, wir sind schon mittendrin, also wir haben schon angefangen am 16. mit einem englischen Stream mit der WHO-Community, hatten schon den ersten Stream mit Suistar am 17. Mhm. Und mit dir haben wir dann am 30. November, am 30. Genau. 30. um 20.15 Uhr. Genau. Und ein Tag davor ist mit dem lieben Cloud, also wie gesagt, 2 Tage Schiffe nonstop hintereinander. Oh, herrlich. Ja, also ganz kurz, am 30. wird es dann eben soweit sein, um 20.15 Uhr. Und zwar werdet ihr die Möglichkeit haben, den Stream zu verfolgen auf YouTube, Twitch, Facebook und auf Mixer. Auf allen 4 Plattformen streamen wir parallel. Und ihr könnt euch natürlich überall beteiligen. Und ja, wie genau kann man sich denn jetzt beteiligen? Ich würde es ganz gerne ein Stück weit vorwegnehmen. Soweit ich weiß, wird es einen Spendenlink geben, der direkt verbunden ist zu betterplace.org, richtig? Richtig, genau. Wir haben einmal den Hauptlink zu betterplace.org und einmal für euch einen Link. Das ist ein bisschen technisch problematisch umgesetzt von der Betterplace. Wir haben einmal den Hauptlink, den jeder schon bekommen hat, den auch du bekommen hast, und einmal, wie Leute halt live spenden. Ist halt ist der Livestream-Bot. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber wir halten euch immer auf dem Laufenden, was der aktuelle Stand ist. Aber das, was im Livestream angezeigt wird, ist das, was durch die Livestream schon reingekommen ist, weil davor kam auch schon einiges zusammen. Unser Stream wird dann stattfinden am ersten Adventswochenende, nicht am ersten Advent, aber an dem Samstag quasi davor. Streamen ja dann quasi rein in den ersten Advent, wenn man dazu sagen möchte. Und ja, du hattest schon mal ganz grob angeschnitten, wofür das Geld genutzt wird. Kannst du das mal ein bisschen präzisieren, wie genau dieses Geld dann eingesetzt wird für die Hunde? Was bekommen die dafür? Also wahrscheinlich nicht nur Futter, sondern wahrscheinlich auch eine Schulung oder die müssen ja trainiert werden, müssen ja angelernt werden wahrscheinlich, denke ich mir jetzt einfach mal. Genau, also die ganzen Kosten, was die Frau Seeger oder was die Frau Seeger an die HSK zum Beispiel jetzt stellt, sind im Jahr circa 6.500 Euro nur für diese Einrichtung und für der Palliativstation. Und damit hat die Klinik nichts zu tun. Das Ganze wird rein finanziert durch Spenden, durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, bei der ich mich nochmal herzlich bedanken darf, die uns das Projekt extra auf Better Place erstellt hat, damit für alle gesichert ist, wo das Geld hingeht. Es kommt keiner privat von uns Streamern oder von mir als Organisator da dran. Das Geld ist sicher, das Geld ist zweckgebunden. Und ich habe auch schon mit der Frau Kellner, mit der ich das Projekt gemacht habe auf Better Place, geguckt, je nachdem wie viel reinkommt, also so ein Ziel wäre, so ein Jahr zu finanzieren, wenn mehr reinkäme, wäre 2 Jahre ganz schön, aber wir wollen ja nicht hochmütig werden und alles weitere, die Emma ist jetzt auch schon 12, wo das ganze Projekt quasi gegründet hat und dann soll nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann die Helga kommen und die muss dann halt auch noch ausgebildet werden und so eine Ausbildung kostet halt auch 10.000 und besonders halt die erhöhten Hygienerichtlinien und die muss halt vierteljährlich impfen, chippen
Und das ist alles sehr streng geregelt in Deutschland. Ohne Spenden wäre diese Therapie wäre nicht möglich, ohne diese Hilfe. Und wie gesagt, für die Palliativ in der HSK ist, wie gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Palliativ zuständig, die uns das Projekt erstellt hat. Und das Geld ist zweckgebunden. Das Projekt heißt ja Pfoten für die Seele. Du hattest jetzt ganz am Anfang auch gesagt, dass dich das auch selber betroffen hat. Und du quasi auch von diesen Pfoten, ja, sozusagen, die haben dir am Ende auch geholfen. Kannst du oder magst du uns mal ein Stück weit zumindest einen Einblick geben, wie die Pfoten für die Seele quasi geholfen haben? Ja, also wie gesagt, allein das Aufbauen in der schweren Zeit. Also wie gesagt, die eigene Mutter zu verlieren ist natürlich nicht einfach und Jane, das war damals meine Hündin, Trost gespendet, bei einem sein, kuscheln, auf ein Ablenken. Also wie gesagt, dieses tierische Dasein. Viele Patienten, wer auch Interesse hat, du kannst bestimmt auch mal den Link dann später einblenden von der Frau Seeger, da wird auch mehr geschildert, zum Beispiel wie Patienten darauf reagieren. Oder sie hat auch ein Buch, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber in dem Buch beschreibt sie halt auch drin, wie jetzt Patienten, die halt apallisch sind oder abgeschaltet haben und dann kommt sie rein und dann sagt sie, ich habe Hunde dabei. Und sobald die Patienten hören, ich habe wie Hunde. Hm. Und dann blühen die wieder auf. Ja. Ja, in so einer schweren Zeit ist man, kann ich mir schon vorstellen, dass sich manche Menschen sicherlich sehr, sehr weit zurückziehen und quasi am Leben gar nicht mehr so richtig teilnehmen, sozusagen. Und dazu solche Hunde oder dann einfach auch diese Wärme, die Wärme durch einen, am Ende in Anführungsstrichen, anderen Körper, durch ein anderes Lebewesen, ja auch dann beruhigend und ein bisschen zuversichtlicher stimmt vielleicht auch. Und das einfach ein bisschen eine positive Energie quasi ausstrahlt, in diesem Moment zumindest. Ja, genau. Oder manche, wenn sie halt gesagt bekommen, ja, Diagnose ist eher schlecht und geben sie eher auf und auf einmal heißt es, oh, doch keine schlechte Diagnose, dann sind die Patienten aber schon so weit, dass dann die Chancen geringer werden. Und wie gesagt, diese Psycho-Onkologie, ich arbeite selbst im Rettungsdienst durch meine Vergangenheit jetzt, und ich weiß halt, wie wichtig diese Psyche ist, um den Patienten neuen Mut oder auch für die Angehörigen ist das ja auch ungeheim wichtig, weil Angehörige kann das ja auch sehr zu Boden ziehen. Also ich habe es ja auch selbst miterlebt. Ja, genau. Kommen wir zu einer Frage, die ich jetzt allgemein einfach mal stelle. Vielleicht fragt der eine oder andere sich, warum sollten wir Gamer oder eher als Zuschauer etwas dafür tun? Warum denkst du, ist genau das Gaming, genau das Richtige, dazu unterstützen eigentlich, ja? Naja, also das Gaming wird ja von vielen als, naja, Gamer, naja, die spielen irgendwelche Spiele, werden dadurch verhaltensauffällig oder guck mal da, was mit der Schule ist, jetzt durch Gamer passiert. Damit den Leuten auch mal passiert wird, hey, wir Gamer sind auch normale Leute, gehen normalen Berufen nach, ich arbeite im Rettungsdienst und helfe auch Menschen und ich zocke auch dieses Spiel. Mhm. Von dieser Krankheit kann jeder Mensch ja ohne Vorwarnung ja betroffen sein, plötzlich. Jeder Vierte, genau. Ja. Jeder Vierte hat in der Familie jemand oder Freunde. Ist das schlimm? Ja. Da denkt halt kaum einer dran. Ja, und am Ende, genau wie du schon sagtest, auch halt jemand in der Familie aus der näheren Bekanntschaft oder so, das macht einen, also mich persönlich hat es auch betroffen schon in meiner Familie. Und ja, ich denke, also als du mich damals gefragt hast, ob ich denn oder wir mit unserem Kanal hier mitmachen wollen würden, habe ich eigentlich gar nicht groß nachdenken müssen. Das war mir sofort klar, ja, da möchte ich auf jeden Fall mitmachen. Ich möchte dieses Projekt unterstützen, auch um mit unserem Hobby, mit dem Gaming, dieses Projekt, was Soziales, was Hilfreiches, was Wichtiges zu unterstützen. Aber es wird nicht nur die Möglichkeit geben, dass ihr etwas Gutes für die Menschen draußen tut, denen es nicht so gut geht, sondern wir haben natürlich auch ein bisschen was Besonderes für euch dabei. Richtig, genau. Ich war extra in Köln im Fachbesuchertag und habe da mit den Community Managern Mr. Conway, Chris Santost und des Sihales vor Ort gesprochen und von den netten Herrschaften habe ich Schmankerl bekommen. Einmal, wie schon beim Stream mit Susi, einen VIP-Code mit der Irian T8, die Z39, T7 und die West Virginia. Dazu sind drei Slots, 10 Punkte je Kapitän
30 Tage Premium-Konto und 25 Saluttarnungen. Des Weiteren ein Highlight, ich durfte ja auch Dasha treffen und Dasha hat nicht nur ein T-Shirt unterschrieben, was ich schon verlost habe, nein, wir haben auch einen VIP-Bonus-Code unterschrieben von Dasha, den ich dann natürlich zusenden werde. Dieser ist halt noch bis zum 31.12. gültig, deswegen löst ihn bitte rechtzeitig ein. Dabei, dem Code ist auf der Vorderseite die Unterschrift von unserer lieben Dasha, die Tirpes und Atlanta, die zwei Hafenstellplätze, 5000 Duplonen, 30 Tage Premium und ein wenig Tarnung und Flaggen. Des Weiteren habe ich dann noch einen kleinen T3, die Dreadnought, noch dazu bekommen. Und von unserer lieben Trash Angel habe ich auch noch ein gewisses Schmankerl bekommen. Da schaue ich gerade noch, was ich von ihr bekommen habe. Habe ich noch für euch zwei Abonnententarnungen und einmal noch einen Italian Cruiser Container. Also wir haben noch jede Menge Schmankerl für den guten Zweck extra für euch am Fachbesuchertag organisiert. Wow, das sind eine ganze Menge Preise. Ich hoffe, die bekommen wir alle unter in dem Stream. Es ist auf jeden Fall für das Wohl von euch gesorgt sozusagen. Also ihr könnt eine Menge mitnehmen, wenn ihr das wollt und euch beteiligen. Wir, oder ich als Contributor, werde natürlich auch versuchen, noch das ein oder andere mit unterzubringen in dem Stream, wenn denn dafür überhaupt noch Platz ist bei solch reichhaltig gedeckten Tischen. Ich hoffe jetzt, dass wir mit diesem Charity-Stream Boten für die Seele am Ende auch was für die Hunde und vor allen Dingen für die Patienten tun können, sodass sie zumindest im nächsten Jahr weiterhin durch die Hunde betreut werden können und vielleicht auch seelisch ein bisschen unterstützt werden in dieser schweren Zeit. Das ist das Ziel dieses Streams. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am 30.11. um 20.15 Uhr auf YouTube, Twitch, Facebook oder Mixer dabei seid und dann hier ordentlich mit unterstützt. Wir sagen danke. Sehr sogar. Vielen Dank für die ganze Hilfe und Reichweite, weil ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Schön, dass ihr euch angeschaut habt, auch geteilt habt, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ja, dann sehen wir uns spätestens am 30.11. um 20.15 Uhr wieder. Ciao, ciao.